What? Ich habe einfach Bock auf das Spiel. Extrem Bock auf das Spiel. Und da ich gesagt habe, das Livestream-Projekt, muss ich Livestream anmachen. Damit wir daran mit vorankommen. Ich habe mich schlau gemacht, ich weiß jetzt, wo Hidden Island ist und wir werden jetzt Hidden Island besuchen. Wir werden dieses Island einnehmen, unsere Flanne platzieren und sagen, jetzt bist du nicht mehr hidden. Jetzt bist du obviously. Ja, sowas soll vorkommen. Und es soll auch vorkommen, dass das Spiel mal wieder nicht startet. Ach doch, jetzt. Welcome aboard, Captain. Ja, what the fuck? Wait, what? What the fuck? Wer hat mein Schiff kaputt gemacht in der Zeit, wo ich hier nicht war? Oh, ich hasse es, dass es am Anfang immer so lenken muss. Na komm. Fang dich. Fang dich, sonst fange ich dich. Haben wir das jetzt? Ey, das frisst aber auch viel Arbeitsspeise. Ah, jetzt hat das, jetzt hat das. Jetzt können wir auch wirklich Subnautica. Aber warum ist das kaputt? Das finde ich uncool. Was haben die schon wieder mit... Warum habe ich jetzt zwei Knives? WTF? So. Kann ich das reparieren? Das geht so nicht. Aha. Perfekt. Gleich viel besser. Das ist doch gleich viel schöner. Und haben die nochmal ein Update eingespielt jetzt kurzfristig? Oder warum haben wir so komische Geräusche auch hier? Das hört sich so merkwürdig an, oder? So, als wäre es doppelt oder so. Achso, nein. Falsch. Jetzt erstmal wieder reinkommen. Was wollen wir machen? Genau, wir wollen Richtung nach Hause. Wir wollen nochmal kurz aussteigen. So, jetzt haben wir nämlich auch nicht das Geräusch. Ja, das Glas konnte ich reparieren. Jetzt haben wir auch nicht mehr das Geräusch unserer Schritte. Und genau, da ist erstmal das, was ich als erstes gesucht habe. Das mit den Batterien müssen sie unbedingt ändern. Ich habe so ein riesen Schiff und dann soll ich da noch Batterien für farmen. Das finde ich affig. Ich habe mich mal wieder ein bisschen belesen und Videos geschaut zu Subnautica. Es gibt so viel immer zu entdecken. Und ich will euch ja auch so viel wie möglich zeigen. So. War da nicht eben gerade irgendwie so ein riesengroßes Viech gewesen oder so? Was einen Schatten auf uns geworfen hat? Das wäre ich schon paranoid in dem Spiel. Ja, wir haben ja vieles vor. Heute ist definitiv noch das Hidden Island dran. Das ist erstmal Hauptursache Nummer 1. Ich weiß, es ist nicht der beste Weg, den wir eben gerade hier gewählt haben, um Wasser zu kriegen, aber es ist der günstigste. Ich meine, das Zeug, das hängt hier einfach nur rum. Es gibt uns zwar immer nur ein H2O, also ein H2O. Ein H2O. Aber das reicht ja auch. So. Ja, jetzt. So, da vorne haben wir nämlich unsere ursprüngliche Rettungskapsel. Da müssen wir nochmal kurz hin. Die brauche ich nämlich als Ausgangslage, um etwas anderes zu finden. Etwas Mysteriöses, etwas Schönes. Wobei, eigentlich wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir erstmal warten, bis er das Biom geladen hat. Oder die Biome. Ah, sehr schön. Also es, beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, dass wir hier irgendwo feststecken. Gut. Haben wir ja festgestellt, dass wir schon wieder irgendwo feststecken. What the fuck? Dass das Riesen-U-Boot nur eine bestimmte Tiefe kann. Das liegt wirklich hier vorne am Glas auch dran. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Ach genau, ich wollte noch ein bisschen was machen. Genau. So, einmal das in das Seamod rein, was ja kaputt ist. So. Seamod, es war schön mit dir. Aber jetzt darfst du gehen.
Wir können leider nichts mehr mit dir anfangen. Du bist kaputt, wir können dich nicht reparieren. Und ein kaputtes Seamap mit uns rumtragen, finde ich Schwachsinn. Deswegen jagen wir uns ein neues. Schieflage? Nö, wir haben gut geparkt. Ich würde sagen, wir haben gut geparkt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür brauchen. Ich sammle jetzt einfach ein paar Materialien. Ein paar Materialien kann man ja immer haben. So, Haverfische genauso. Haverfische geben... Nee. Haverfische sind schlecht für unser H2.0. So, weg mit euch. Ja, bei 50%. Das ist nicht weiter schlimm. Ja. Ein kleiner Hidden Stream heute mal. Von meinem Lieblingsspiel aktuell. Silber. Okay. Wo ist mein Boot? Wo ist mein Boot? Da ist mein Bötchen. Da ist die USS Enterprise. Und ich finde es immer noch, dass es mega geil aussieht. Warum werde ich hier eigentlich nicht mehr begrüßt, wenn ich zurückkomme? Was soll das? So. Das ist eigentlich Schwachsinn, dass wir hier sind. Wir müssen mal kurz nach Hause. Und ich glaube, wir nehmen auch mal... Hä? Achso. Und ich glaube, wir nehmen auch mal unsere Construction Bay damit. Womit wir ja hier unser Cyclops hergestellt haben. Aber ich bin der Captain. Die haben mich immer zu begrüßen. Finde ich. Wie, wieso so still? Schritt doch mit euch. Alter. Ich weiß nicht, wo wir eben gerade schon wieder dran gefahren sind. Ich hasse es. Ich brauche wirklich eine Kamera hier für unten. What the fuck is going on? Wer baut denn hier sowas im Weg, wenn ich hier lang will? Achso, du meinst den Chat. Ja, weil ich jetzt auch nicht bei Twitter angekündigt habe oder so. Und die Leute Angst haben, dass ich dann wieder verschwinde. Keine Ahnung. So, wieder die Frage der Fragen. Erstmal habe ich gesehen, hier ist ein Storage. Wir hätten uns gar keine Kisten bauen brauchen. Hier haben wir noch Copper drinnen liegen. Das können wir ja mal mitnehmen. Und Silber. Aha. So. Wo ist mein... Da. Nein, nein. Das ist ja das Schöne. Das Ding wird erst beschädigt ab einer Tiefe von 90 Metern. Eine Batterie und Glas braucht man dafür noch. Okay. Ich glaube, wir haben sogar die Materialien zum Großteil zusammen, dass wir nicht großartig farmen gehen müssen. Batterie und Glas habe ich gesagt, ne? Acid Mushroom und Quarz. Acid Mushroom. Wir haben ja kein Quarz. Haben wir hier Quarz eingelagert? Ne, nur Titanium. Können wir ja aber auch mal ein bisschen mehr einlagern. Das waren zwei Batterien, die wir dafür brauchten, ne? Ich glaube. Also Quarz und... Na, Acid Mushroom haben wir ja immer noch genug. Tipp, tipp, tipp. So. Wir bauen jetzt einfach mal zwei Stück. Ich sollte mir das Ding vielleicht mal mitnehmen. Und näher hinstellen. Hey, Jeffa. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Können wir dich denn wieder zusammenpacken? Anscheinend nicht. Gut, wir hätten nur eine gebraucht. Toll. Glas. Also suchen wir nach Kupfer. Nach Quarz. Jaffa. Ich würde das G mit betonen, aber ich bin mir unsicher. Du kannst mir ja sagen, wie es richtig ausgesprochen wird, dann probiere ich es gerne nochmal. So, es wäre schön, wenn es dunkel wäre, dann würden wir das Quarz schneller finden. Dann braucht man da nicht ewig und drei Tage nachsuchen. Aber gut, was nicht ist, das ist nicht.
Da weinen wir nicht rum. Wir nehmen zumindest schon mal das Salz mit. Um vielleicht gleich nochmal eine Runde jagen zu gehen. Beziehungsweise werde ich ja noch mindestens einen Schrank aufbauen. Ah, okay. Ah, Quarz. Isländisch, okay. Noch mehr Quarz. Ach nein. Die Schussviecher wieder. Ja. Gleich mal Spawner. Ich sag doch. Ich sag es doch. Aber hier hat so viel schönes Salz und Quarz und sowas alles. Oh, da ist noch mehr Quarz. Und Scrap Metal. Das ist super. Das können wir auch gebrauchen. So, wie viel? Oh, wir haben noch Platz. Wir haben noch jede Menge Platz. Im Inventar. Zumindest für noch ein bisschen Quarz. Ach, ihr wieder. Okay. Naja, geht ihr mal jagen. Solange wir mich in Ruhe lassen, ist alles gut. So, haben wir hier noch ein bisschen Quarz? Nein. Nur Sand. Sand, 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 ohne Ende Sand. Ja, aber wie wird das dann isländisch ausgesprochen? Kannst du es mir irgendwie mit Umlauten erklären, dass ich es vielleicht richtig ausspreche? Ich habe einen Drang dazu, die Leute zumindest dann vernünftig auch anzusprechen. Piper? Nö, Piper brauchen wir gerade nicht. Du darfst schwimmen. Du bist frei. So, da haben wir noch ein bisschen Kupfer. Obwohl, eigentlich könnten wir dich schon gebrauchen. So, pupst du mal bitte. Brauchen wir wieder ein bisschen Luft. Danke, danke. Perfekt. Hey Björn. Oxygen, 50%. Ja. Wir haben genug. Gerade. Das ist schon okay. Ja. Ja. Das sind wieder zwei bis drei unnütze Treffer. Ja, zwei, okay. Ah. Das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ich glaube, die haben nochmal ein Update eingespielt zwischen heute Mittag und jetzt. Es kommt mir zumindest so vor, als hätten wir eine andere Geräuschkulisse. Es kann aber auch Einbildung sein, weil Einbildung ist ja auch eine Bildung. So, haben wir denn hier noch ein bisschen Quarz? Ne, ist dieselbe Version, okay. Dann ist sie einfach nur intensiver geworden. Nö, sieht nicht danach aus, als hätten wir hier noch ein bisschen Quarz. Wir haben noch ein paar von den Drecksviechern da. Oh, hi. Titanium, wunderbar. Kann man auch immer gebrauchen. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, das kommt. Ah, es sieht zum Teil auch alles so gleich aus, leider unter Wasser. Zumindest gefühlt. Oh, hi. Kommen wir da durch? Ja, klar, komm. Oh, wollen wir da durch? Nee, eher nicht. Da hat es zwar Sackfische, die ich ganz gerne hätte, aber sonst, nein, eher nicht. Ah, da ist nochmal Salz. So. Wir sollten mal wieder Luft holen. 25%. Ja, dann gucken wir einfach, was wir jetzt Opfer genug zusammen haben. Dürften wir aber, glaube ich, was sagt. Ja, sieht gut aus. Hi Biscuit. Biscuitte, Entschuldigung. So, Glas einmal bauen. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was wir alles brauchen. Da, da bist du. Kann man den nicht wieder abbauen? Titanium und... Ach so, wir brauchen dreimal, zweimal Glas. Okay.
Bist du lecker? Nein. Aber gebacken wirst du super lecker schmecken. Ja, aber wie? Sag mir, wie ich das verschiebe. So, Titanium brauchen wir dreimal. Wie viel haben wir jetzt? Drei. Gut, das reicht. Wir haben genug Salz. Für einen Hungerfisch. Der lecker ist. Ach, wie ist es mit dem U-Boot gemeint? Das könnte. Das wäre eine Idee, die man machen könnte. Sekunde, teste ich mal, ob wir das hinkriegen. So, in diese Richtung. Ist aber mies zu verschieben. Aber gut, geht. Ist okay. Flupp. Jetzt sind wir drunter her. So, ist schon besser. Da kannst du bleiben. So, dann brauchen wir noch... haben wir überhaupt noch Quarz? Nein, wir haben gar keinen Quarz. Wir brauchen drei Quarz. Warum mache ich das eigentlich so? Sekunde, ich muss das abholen. Hey, Hellebomb. Jiffa. Ich versuche dich jetzt so unterschiedlich auszusprechen, bis du sagst, dass es richtig ist. Ach man, genau, da war ja was. Unser... Willst du mich verarschen? Ich habe das Viech extra weggeladen. WTF? All systems online. Ah ja, okay. Lol. Lol. Einfach nur lol. Sorry. Quarz. Gehen wir wieder zurück auf die Quarzjagd. Was wollte ich denn jetzt gerade nochmal sagen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ein Pieper nehmen wir auf jeden Fall mit. Hi. Jo. Genau, unser Beschleunigungsdingen ist ja irgendwie weg, verschwunden. Ah, Quarz. Ich komme nicht auf den Namen davon. Das, was uns so schnell, etwas schneller hat bewegen lassen. Mit Licht und Geschwindigkeit und so. In den Vulkan! Bisschen vorsichtig am Rand vorbei. So, wenn er jetzt ausgeatmet hat, können wir runter. Na komm, sehr schön. Oh. Ich habe eine Sache nicht bedacht. Unsere Luft. Ja, ich weiß Bescheid. Ich bin schon unterwegs, Spiel. Ich bin schon unterwegs. Aber erst muss ich hier noch Silber mitnehmen. So, jetzt können wir. 80 Meter. Oh, oh, das könnte knapp werden. Das könnte extrem knapp werden. Scheiße. Komm schon. Komm schon. 20, 15, 10. Oh. Warum mache ich das immer so knapp? Ja, und ich habe nachgesehen, die Stasis Rifle können wir nicht machen, weil die den Extractor rausgenommen haben, die Blueprints dann analysiert. Den Analyzer, den haben sie rausgenommen. Leider. Deswegen können wir da mit den Blueprints auch nichts anfangen, aber vielleicht kommen die ja nochmal wieder. Uns geht's, glaube ich, ihm gerade nicht ganz so gut. Wir sollten vielleicht mal wieder was essen und was trinken. Aber ehrlich gesagt will ich eigentlich eher Quarz haben. Fische, seid ihr gut? Naja, halbwegs. Hauen wir uns einfach mal schnell einen Hubfisch rein. Haben wir... Ja, wir haben Pieper. Okay, wir können kurz nach Hause. Ich weiß nicht, warum sie den rausgenommen haben. Sie haben ihn auf jeden Fall entfernt, aktuell aus dem Spiel. Vielleicht überdenken sie das Ganze nochmal, wie sie es aufbauen wollen oder so. So. Jetzt geht es uns da hinten gegen schon mal wieder besser. Haben wir hier noch Platz? Ja, wir haben hier noch Platz. Dann jagen wir hier mal ein bisschen Silber ein. Nein, so, ja, das Salz behalten wir jetzt. Silber kann weg. Kupfer brauchen wir nur eins. Können wir behalten. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Sackfische.
Sag Fischis! Weil unser Wasserhaushalt sieht reichlich sehr beschissen aus. Also jagen wir ein paar... Achso, ja. Ja, ja, doch. Ja, 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 ja. Das ist okay. Ja, komm, wir nehmen euch auch mit, damit wir hier nicht die Umwelt noch weiter versauen, als sie eh schon ist. Hallo du, tschüss du. Ich wollte eben gerade sagen, ihr seid eigentlich total nett, aber jetzt habe ich meine Entscheidung nochmal überdacht. Ich hasse euch. So, habt ihr jetzt davon. Wo sind hier Sackfische? Wir bräuchten mal so einen Schwarm davon. Und nicht nur so ein, zwei einzelne. Oh, ist das schön. Hier ist am Laufen, am Leuchten ist. Und hier gibt's Quarz. Perfekt. Ich liebe es, dass die Mushrooms so schön am Leuchten sind. Pieper. Pieper ist auch gut. Pieper nehmen wir mit. Den Pieper hauen wir uns, komm her jetzt. Geht doch. Später rein. Jetzt brauchen wir unbedingt... Ah, Sackfisch. Zwei, drei... Ich sehe drei Sackfische. Namen, Sanji. Vier Sackfische. Oh ja. Sackfisch, Sackfisch. Oh, fünf Sackfische insgesamt. Ist ja mega genial. Das ist perfekt. Damit sind wir sackfischtechnisch gerade relativ gut vorbereitet. Titanium können wir auch noch mitnehmen. Nein, schwimm doch nach unten. Wenn du nach unten schwimmst, kann ich dich auch fangen. Oh, da hat es nochmal Quarz. Ich war gerade am Überlegen, ob wir hier irgendwo beschossen werden, aber nein, werden wir zum Glück nicht. Gut, dann auf nach Hause, schnell was zu trinken machen. Ja, 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 nein, nein. Keine Angst, keine Angst. Das schaffen wir. Wir sind auf 10% Wasserhaushalt, das schaffen wir. Ach, hi Auto, by the way. Das sieht alles gut aus. Wir könnten total entspannt an die ganze Sache rangehen. Hidden Island, wir kommen. Fast. Ich will halt eben vorher noch unser eigentliches... Ich will voll equipped sein. So. Einmal Fischi für Wasser, dann Pieper. Ja, du weißt doch, bis mein Gehirn das registriert, das dauert immer ein bisschen. So, damit sieht es wassertechnisch schon mal sehr, sehr gut aus wieder. Dann können wir hier auch einmal noch Glas machen. Und da. Damit dürften wir auch unser Seamooth wieder fertig haben. Nicht runterfallen, danke. Yes! Gut, damit haben wir den Seamooth. Hey, viel Schieblob. Nein, ich habe es aber schon erklärt. Der ist rausgepatcht worden. Den gibt es aktuell nicht, deswegen können wir uns die Stasis Rifle nicht zusammenbauen. Sollte aber demnächst wieder kommen, hoffe ich. So, dann einmal andocken das gute Teil. Ja. Hallo, ah, da. Wunderbar, das funktioniert doch. Gut, wie sieht's aus? Wir haben hier ziemlich viel von ziemlich viel. Und ziemlich viel von ziemlich viel unterwegs dürften wir, denke ich mal, noch an einem Gerät vorbeikommen, was wir bräuchten. Beziehungsweise wir werden unterwegs einfach noch ein bisschen jagen. 1000 Meter diese Richtung. Und wir finden etwas Tolles. Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt gegen den Strom anfahren. Das mit der Power gefällt mir nun mal gar nicht. Upsala. Hallo? Okay, wir haben einen Begleiter. Magst du mal bitte loslassen und wegschwimmen? Dankeschön. Und ich bin wieder in irgendwas reingedonnert. Ja, sieht besser. Hey, Fahne. Ich habe mal wieder den besten Weg gewählt, ne?
den besten Weg, wo wie wir hier lang kommen. Eindeutig, ja. Ist das toll. Geh weg! Jetzt hör auf, überall anzudetschen. Ich will dich nicht verlieren, also spiel jetzt mit. Dankeschön. So, das ist das Biom, was ich erstmal gesucht habe. Darf ich dich hier so von meinem... Nee, darf ich leider nicht. Ich wollte noch was anderes nachgucken. Und zwar die Grass-Sphere. Gut, die kann man noch machen. Das ist sehr schön. Mit der Grass-Sphere soll man nämlich die Möglichkeit haben, sich kleine Farmen aufzubauen. Essensfarmen. Das würde ich auch mal gerne testen wollen. So. Eine Flasche Wasser sollte reichen und ein paar Grass hier die Algen, Creep Vines. Machen wir nochmal das Inventar voll. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Insel. Ja, perfekt. Wir können. Auf geht's zu Le Island. Jo, danke. Das Schöne ist, unser C-Mode wird hier immer wieder automatisch aufgeladen. Das heißt, wir benutzen den die USS Enterprise wirklich nur rein als so die Richtung rein für das ist unglaublich. Rein als Basis, als Hauptpunkt und werden die bei der Insel, denke ich mal, parken und von der Insel alles durchsuchen, untersuchen. Nach unten, nach oben, rein, nach rechts, nach links. Ich bin sehr gespannt. Es gibt da nämlich einen richtig geilen Parkplatz auch für das Cyclopse. Wir bleiben ein bisschen unter Wasser. Nicht ganz so viel, nur ein bisschen. 20 Meter, denke ich mal, sind in Ordnung. Ja. Ich habe gesagt 20 Meter. Ich glaube, es ist gut. Jetzt müssen wir immer straight Südwesten. Immer straight Südwesten. Also jeder, der das auch spielt, wenn ihr was Interessantes sehen wollt, straight Southwest. Austrian Steve, danke für den Follow. And you're living a dream. Okay, wir haben was anderes unterwegs entdeckt. Das ist auch gut. Da habe ich auch von gelesen gehabt. Guckt euch das an. Stalagmiten, Stalaktiten, das Zeug, was von unten wächst. Ein ganzes Biom davon voll. Und es sieht sehr creepy aus. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Da könnte man schon Angst bekommen. So, das sieht aus wie Finger oder sowas. Nein, aktuell gibt es nur die Möglichkeit, neue Power Cells zu machen und sie sonst nicht aufzuladen. Also, man kann sie nicht aufladen. What the fuck? Yes! Yes, yes, yo, yo, baby, baby, yo, yo. Wir haben das Kristallbiom gefunden. Das ist es. Also ein kleiner Teil davon. Mit komischen Pflanzen. Was seid ihr? Nicht sammelbar. Nicht abhackbar. Schade. Ja. Kristalle. Und komische Unterwasserkugeln. Können wir da rein? Können wir da Wasser? Können wir Luft kriegen? Nein, leider nicht. Schade. Ja, das ist ein Teil des Kristallbioms. Das alles hier ist das Kristallbiom. Mal schauen, ob wir noch mehr Kristalle finden. Ja, noch mehr Kristalle gefunden. Mega nice. Oh, mega, mega übel nice. Das ist genial. Da geht's nicht weiter runter, okay. Oh, da ist ein Finger im Weg. Genial. Gut, wir haben. Ah, haha.
habe ich das mal nachgeholt. Jetzt ist die Frage... du müsstest... Nee, du. Du wirst mein U-Boot. Es wäre schön, wenn da eine Beschriftung dran wäre. Hört ihr die Geräusche? Die sind schon ein bisschen creepy. Bitte öffne dich, damit wir einparken können. Ja, safe ein Spiel neu starten. Das ist eigentlich so die aktuell die gängige Art und Weise, wie man... Was sind denn Grapevine-Pieces? Achso, das sind die hier. Ach, daraus mache ich das. Aha. Oh, nee. Ich will mir jetzt hier kein, keine Anzeige machen, dass wir hier das Kristallbiom haben. Brauchen wir aktuell, denke ich mal, eher nicht. Eine Spitzhacke ist eine Möglichkeit wahrscheinlich dafür, ja. Gut, damit haben wir das entdeckt. Jetzt heißt es nur noch... Ich sehe es schon, nein, ich sehe es schon. Es wird schon grafisch dargestellt, aber noch nicht ganz. Aber ich habe schon gesehen. Wir sind gleich da. Gleich ist es soweit. Juhu. Die Welt als solches ist aktuell, glaube ich, nicht ganz random generiert. Es gibt die unterschiedlichen Biome. Und du müsstest gleich einfach vor uns auftauchen. Ja, ich sehe schon. Ihr seht es auch da. Guckt euch das an. Da ist er. Eine Insel! Eine Insel mit zwei Bergen und einem tiefen, weiten Meer. Wir werden aber die Insel erstmal nicht von oben begutachten, sondern von unten. Mega geil, oder? Es ist eine schwimmende Insel. Durch diese Viecher hier. Geil. Passen wir da durch? Nein, anscheinend nicht. Hier soll. Okay, geh ein bisschen tiefer. Und jetzt geht es wieder ein bisschen höher. Dankeschön. Ich suche was ganz Bestimmtes jetzt von der Insel. Die Frage ist nur, wo ist das? Ich will jetzt aber auch nicht die Power. Ne, die Power nicht von dem, von den USS Enterprise benutzen. Und leer machen. Deswegen nehmen wir das C-Mod. Online. Und suche nach etwas ganz Spezielles von der Insel. Hui! Einmal ans... Gut, so. Es müsste in etwa die Mitte der Insel sein. Das ist bei weitem nicht die Mitte der Insel. Ist gar nicht so groß, oder? Schön, wie wir hier im Slalom drumherum fahren. Da ist es. Perfekt. Ich hab's gefunden. Hui. Nein, nein, nein. Gut. Ich dachte schon, ich hätte dich jetzt aus Versehen an Land geschleudert. Gut, wir schwimmen noch mal ein Stückchen zurück.